Da sagen wir herzlich willkommen und Glück auf zur Pressekonferenz nach dem 10. Spieltag, das Magenta-Topspiel an diesem Freitagabend. FC Erzgebirge Aue gegen den SV Meppen. Am Ende ein 3:0, der erste Dreier für die Veilchen in dieser Saison. Wichtige Geschichte. Und es könnte der 3:0-Abend werden, wenn es beim Spiel Bayern gegen Leverkusen so bleibt, denn auch da steht es aktuell 3:0. Aber wir wollen natürlich über das Spiel reden hier im Erzgebirgsstadion. Zu dem 3:0, Stefan Krämer, der Coach von Meppen, ist bei uns. Ebenso unser Interimscoach Carsten Müller. Wir starten mit Stefan, bitte. Ja, erstmal schönen guten Abend alle zusammen. Carsten, herzlichen Glückwunsch dir und deiner Mannschaft zu dem Dreier. Ich bin extrem enttäuscht, nicht über die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben über weite Strecken, aber über die Art und Weise, wie wir das erste und das dritte Gegentor bekommen. Über das zweite Gegentor, das ist nicht zu verteidigen, das ist für mich ein Tor des Monats. Also wenn ich es zu wählen hätte, würde ich es tun. Das ist für jeden, der Fußball liebt, einfach ein tolles Tor. Glückwunsch dazu, aber das erste Tor kriegen wir in der Phase, wo wir eigentlich gut im Spiel waren, haben ein vernünftiges Auswärtsspiel gemacht, hatten in der ersten Halbzeit, obwohl wir eigentlich mit 0-2 in die Halbzeit gehen, blöderweise die besseren Torchancen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben 4 oder 5 Mal Latten und Pfosten getroffen heute. Aber es geht halt um die letzte Konsequenz, sowohl im Verteidigen des eigenen Tores als auch dann im Abschluss. Und das Problem tragen wir schon ein bisschen länger mit uns rum. Und dann nutzt es uns eben auch nichts, wenn wir zwischendrin ganz gut Fußball spielen, sondern wir müssen unser Tor besser verteidigen, dürfen nicht so leichte Gegentore bekommen. Speziell das erste Tor, nach einer Standard kannst du immer mal eins kriegen, aber das erste Tor gibt dem Spiel eine Richtung, die es nicht hätte nehmen müssen aus unserer Sicht. Und da wird halt Geld verdient, vor dem eigenen Tor und vor dem gegnerischen Tor. Und da fehlt uns die letzte Konsequenz, die letzte Abschlussstärke. Wir hatten, ich weiß nicht, wie viele Abschlüsse wir heute hatten, aber unterm Strich kein Tor geschossen. Und dann verlierst du auch verdient 3:0. Jetzt kann man sagen, ja, ist kein 3:0 der klassischen Art, aber wenn du so Gegentore bekommst und nicht in der Lage bist, selbst beste Chancen zu nutzen, verlierst du verdient. Dankeschön. Das war Stefan Krämer und damit zu unserem Interimscoach Carsten. Stefan, erstmal danke für die Glückwünsche. Gerne. Boah, das war, ja, wir sind natürlich sehr, 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 sehr froh, sehr, sehr dankbar, dieses 3:0 letztendlich auch als Ergebnis erzielt zu haben. Aber ich gebe Stefan vollkommen recht, das Ergebnis ist es natürlich, spiegelt ja auch im Gesamtheit des Spiels auch nicht das wider, wie letztendlich der Spielverlauf war. Wir hatten heute viele, viele gute Momente auf unserer Seite, wo wir das Quäntchen Glück auch dann auch tatsächlich auch hatten. Angesprochene Pfosten-Lattenschüsse war dementsprechend ja auch, sehe ich genauso. Was ich meiner Mannschaft natürlich sagen kann und sagen muss, ist die Tatsache, wir haben vor dem Spiel gesagt, es wird auch im Spiel gegen Meppen viele Phasen geben, wo wir leiden müssen, wo wir leidenschaftlich auch miteinander, füreinander da sein müssen. Und genau diese Momente waren natürlich dann auch gegeben, gerade in der zweiten Halbzeit nach der roten Karte, wo ich eine Mannschaft gesehen habe, die letztendlich auch um jeden Zentimeter gekämpft hat, die genau diesen Teamspirit entwickelt hat, den es einfach auch braucht, um so eine Spiele, so eine engen Spiele, obwohl das Ergebnis nicht so aussieht, aber diese engen Spiele auch letztendlich für sich entscheiden zu können. Und ich freue mich für die Jungs, ich freue mich für nicht nur für die Jungs, sondern auch für alle, die um diese Mannschaft herum letztendlich sich Sorgen machen und ja auch arbeiten. Und ich finde es auch unheimlich toll, dass es uns dann ein Stück weit auch gelungen ist, durch eine gewisse Vorleistung auch einen Schulterschluss auch mit den anwesenden Zuschauern herzustellen. Weil egal ab jetzt eine Etage über uns, egal ab in der Fankurve, es wird nur zusammen funktionieren. Und wir tun echt gut daran, ein Stück weit Demut walten zu lassen. Das war ein kleiner, wichtiger Schritt sicherlich, aber mehr auch nicht. Und von der Seite aus, ja, glücklich ja, aber auch mit genügend Möglichkeiten auch in der nächsten Woche auch letztendlich auch anzusetzen, um den Jungs dort auch weiterhin helfen zu können. Ja, vielen Dank, Carsten. Damit ist die Zeit für die Fragerunde. Wenn es die Fragen gibt, bitte ganz kurzes Handzeichen, dann kommen wir gerne mit dem Funkmikrofon vorbei. Ich sehe, dass es keine Fragen gibt, dann ziehen wir es nicht ewig in die Länge. Am nächsten Samstag, der SV Meppen
im Heimspiel gegen die Spielvereinigung Bayreuth und ebenfalls am Samstag der FC Erzgebirge circa 100 Kilometer nordöstlich von Meppen zu Gast dann beim VfB Oldenburg. Beiden Mannschaften dafür viel Erfolg und ja, es bleibt dabei oder bleibt nicht dabei, dass es der Freitagabend der 3:0-Spiel ist. In Bayern führt jetzt mittlerweile 4:0. Das war's für heute aus dem Erzgebirgsstadion. Wir sagen Glück auf und bis bald.